Hallo meine lieben Leute, euer Blue X mal wieder am Start und heute werden wir nicht springen, sondern wir werden schwimmen in diesem Mario Maker Part mit Leveln von euch und wir fangen mit diesem Level hier an, nämlich Easy's Stargate Atlantis Me. Okay, gut, alles klar. Und mittellanger Wasserlevel in Super Mario World. Red Coins sind in der Stadt notwendig. Dann gucken wir mal, ist das alles die Stadt oder nicht? Das ist die Frage, aber ich denke, man wird es erkennen. Und, ach so, unten ist die Stadt. Unten ist nur die Stadt. Okay, gut, dann will ich jetzt aber erstmal einen Pilz. Das wäre ganz nett, damit ich nicht unnötig sterbe. Und den kann ich ja so auch öffnen. Sehr schön, da brauche ich den Panzer gar nicht. Und natürlich, natürlich Fallen. Fallen gibt es ja auch. Und ich denke, mit der Stadt ist halt wirklich nur Atlantis gemeint. Also das, was unten ist. Und das würde auch passen. Und die Feuerblume? Ach komm, die nehme ich mir mit. Natürlich, natürlich. Wenn ich die mitnehmen kann, dann nehme ich die natürlich auch mit. Warum auch nicht? Und das ist hier wieder schön gebaut. Jawohl. Habe ich auch nicht anders erwartet. Und jetzt ist halt die Frage. Wir gehen jetzt halt nach oben. Sind aber jetzt unter Wasser. Das ist immer so eine Frage, ob man auch auf so eine Logik achten sollte, wenn man ein Level baut. Ich weiß nicht. Also wenn ich ein Level baue, oder wenn ich ein Level bauen würde, würde ich auf sowas auch achten. Aber okay, kann man ja so machen, wie man will. Und ja, hier suche ich mal alles ab. Ich denke mal, die Gegner haben keinen Schlüssel. Ich denke mal nicht. Und ja, wir gehen einfach mal hier rein. Ich hoffe, auf der anderen Seite war nichts, denn ich habe eigentlich keine Lust, dann nochmal hinzuschwimmen. Aber mal gucken. Aber ich glaube, ich muss jetzt sowieso nach rechts. Okay, wir gehen nach rechts, beziehungsweise... Ach so, wir sind in einem anderen Bereich, oder wie? Keine Ahnung. Zwei Münzen. Wie kriege ich die denn raus? Kommt hier unten irgendwie eine Bombe? Oh, das kann sein, dass hier überall... Ja, das kann sein, dass hier überall Bomben sind. Ja, die mir den Weg aufsprengen. Das wäre cool. Ah, nö. Okay. Keine Bomben. Dann sollten wir aber irgendwann einen Yoshi kriegen. Weil sonst kommen wir doch da nicht ran, oder? Eigentlich nicht. Und da sind die anderen zwei Coins. Okay, die Frage ist, wie kommen wir da ran? Okay, ich gehe jetzt mal hier rein und dann durch die Tür. Und natürlich ist hier nicht die Öffnung, aber gut, dass wir einen Panzer haben. Da geht das doch ganz leicht. Und ja, unser Wasserlevel, ne? Unser Wasserlevel können ein bisschen länger dauern, aber ist in der Regel kein Problem. Und unten gab es auch noch eine Tür. Keine Ahnung, ob ich da rein sollte oder nicht. Und ist hier eine Bombe? Nein, mein Panzer. Nein, keine Tür. Okay. Ja, dann muss ich vielleicht unten lang und ja, da gehen wir hin. Und ja, ich überlege mir, so ein bisschen zu schneiden, aber wegen 2 Sekunden, ja, braucht man eigentlich nicht schneiden, oder? Nee. Das brauchen wir nicht. Und hier ist die nächste Münze und ein Helm. Ach so. Okay, mit dem Helm kommen wir jetzt an die anderen beiden Münzen. Das geht und ich glaube, die Öffnung war auf der anderen Seite, wenn ich mich nicht täusche. Ich hoffe es. Und na, oh, natürlich. Natürlich. Okay, so. Das kriegen wir hin. Die kriegen wir jetzt ganz locker. Solange wir nicht getroffen werden, irgendwie ganz billig. Yep, aber das kriegen wir gut hin. Das kriegen wir sehr gut hin. Und dann haben wir hier Atlantis mehr oder weniger erkundet. Und gibt es hier noch einen Boss? Das ist die Frage. Ne? Oh, ist das so eine Art Bonusraum? Keine Ahnung. Nö. Wir gehen einfach nach oben. Okay, wir gehen einfach nach oben. Und jetzt sind wir wieder draußen. Und hier, alles klar. Oh mein Gott, aber kein Checkpoint. Das ist nicht unbedingt geil, aber ich hoffe, ich kann hier nicht mehr so leicht sterben. Das wäre blöd, aber ich denke, das passt schon. Das wird schon passen, irgendwie. Ja, und hier geht's wieder zurück. Wahrscheinlich war da unten noch irgendwo ein Secret, was man kaum findet. Aber nein, das probiere ich nicht aus. Why jetzt mit dem Checkpoint? Hätte ich das durchaus probieren können, aber nee. Das passt schon. So, hier kommen wir auch ganz gut voran. Jawohl, und das können wir auch immer abkürzen so ein bisschen. Nice. Und, was jetzt? Pilz, na gut. Okay, das warten wir ab. Perfekt. Ich hoffe, ich brauche die Kanonenkugel nicht. Das wäre nicht so geil. Aber sieht nicht danach aus. Okay, nice. Und auf wieder nach Atlantis. Und jetzt gibt es doch nochmal eine Art Bosskampf. Oder auch nicht. Oder doch? Doch, okay. Und die Geister haben sich in Bomben verwandelt. Wenn das der Effekt sein sollte, okay. War ein schöner Effekt mit den Bomben. Nice.
Und hier ist das Ziel und wir kommen auch ran. Perfekt. Nice. Okay, ja. Hat mir gefallen, das Unterwasserlevel. Und ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit und machen jetzt das andere Unterwasserlevel. Was, glaube ich, ein bisschen schwieriger sein wird. Aber mal gucken. Bis gleich. Okay, dann schauen wir mal. New Aquatic Challenge Parcours. Und ja, der Rekordhalter 5 Minuten. Mal gucken, ob der das mehrmals gespielt hat oder nur einmal. Mal schauen. Und auf jeden Fall gibt's hier 8 Challenges mit 7 Räumen oder so. Und ja, wir brauchen alle Coins, um weiterzukommen. Und wie kommen wir hier weiter? Bin mir gerade nicht sicher. Gibt's hier... Achso, man musste einmal einfach nur rundherum. Okay, das kriegen wir hin. Und das müssen wir hier nochmal machen. Und dann kriegen wir, denke ich, die erste Münze. Jawohl. Sehr schön. Aber was passiert, wenn der Turm genau in dem Moment oben ist? Na gut, wahrscheinlich ist das nicht möglich. Okay, und die letzte Münze, den lasse ich mal da liegen. Wobei da eigentlich dann nichts mehr passieren sollte trotzdem. Dann schauen wir mal. Und ja, dieses Level war auch für ein Projekt gedacht. Aber anscheinend jetzt doch nicht mehr. Okay. Ich kann mir schon denken, welches Projekt das war. Aber keine Ahnung. Gut. Ja, nämlich dieses 3-Year Mario Maker Projekt. Das kann gut sein. Das kommt ja auch bald wieder, ne? Am 11. September sollte das kommen. Und ich will da auch wieder alle Level spielen. Aber anscheinend haben es dieses Mal nur 20 geschafft, ne? Oder haben nur 20 wirklich gute Level mitgemacht. Oder 20 haben sich qualifiziert, keine Ahnung. Keine Ahnung. Und ich brauche einen Panzer hier. Das ist blöd. Ich brauche einen Panzer hier und muss mich umbringen, oder? Oh nö, scheiße. Okay, gut, da sehen wir uns gleich wieder mit dem Panzer. Oder wir sind in einer anderen Challenge. Ja, das geht natürlich auch. Das geht natürlich auch. Und wir müssen schneller sein. Schneller sein. Und wo bin ich eigentlich zuerst reingegangen? Vielleicht in die Röhre und nicht in die Tür. Keine Ahnung, aber das passt schon. Das passt schon. Ja, auf 3 Years of Mario Maker freue ich mich, weil die Level sind halt wirklich sehr gut. Bis auf einige Ausnahmen, die mir nicht so gefallen. Aber meistens sind die eigentlich immer richtig gut. Und ich freue mich schon auch darauf, die dann wieder alle wahrscheinlich zu spielen. Oder vielleicht gucke ich mir auch nicht alle an. Mal schauen. So, nee. Und was muss ich hier machen? Was muss ich hier jetzt machen? Brauche ich jetzt ein Trampolin oder was? Autsch, das tat weh. Ja. Okay. Gut, und das kicke ich dann nach oben. Alles klar, und ja, das war klar. Das war klar, dass das passiert und wir sehen uns gleich wieder hier. Okay, jetzt weiß ich Bescheid. Und dann sollten wir es schaffen. Immer die längstmöglichste Zeit nehmen, die wir zur Verfügung haben. Aber das sollte uns hier nicht ständig passieren. Okay. Da ganz am Ende. Okay, hoch. Genau. Und dann gehen wir hier hoch. Jawohl. Perfekt. Und dann hier so hoch. Ja. Ein kleines bisschen geht der Mario dann nach unten. Alles klar. Darauf müssen wir Acht geben. Aber wenn man daran denkt, dann sollte es kein Problem sein. Und ich denke, ich mache die... Ja, aber es ist eigentlich scheißegal, was ich zuerst mache. Ich mache erstmal die Wiggler hier zuerst. Und hier haben wir die längstmögliche Zeit. Jawohl. Und auch hier. Sehr gut. Und nein. Okay. Perfekt. Sehr schön. Und ich bleib... Ja. Oh, shit. Ja, okay. Das sollte passen. Im SMBU-Style muss man damit aufpassen, weil wenn da die Bombe aus dem Screen ist, dann könnte es sein, dass die sich nicht aktiviert. Und das wäre natürlich nicht so geil. Genauso wie das hier. Scheiße. Das ärgert mich jetzt, dass ich hier das Power-Up verloren habe. Aber egal, egal, egal. Okay, wir gehen hier schnell runter. Jawohl. Sehr gut. Und hier auch. Jawohl. Und der Power-Block kommt. Nice. Okay, coole Idee. Coole Ideen. Mal wieder. Und dann haben wir 2 Challenges geschafft. Beziehungsweise 3 haben wir schon geschafft. Das funktioniert doch wunderbar. Und noch 2 Türen und 2 Röhren haben wir, glaube ich, vor uns. Und ich würde sagen, wir gehen einfach... Ja, wir machen jetzt einfach mal die Türen. Das passt. Und Boss. Okay. Bosskampf. Müssen wir den besiegen oder nur ausweichen? Ich denke, wir müssen nur ausweichen. Ja, wir müssen nur ausweichen. Komm. Und wir folgen den Münzen. Ja, ich glaube, die Münzen, die haben hier recht. Die haben hier mehr oder weniger recht, aber ich kann mich ja zum Glück noch mit der Cape vor dem Feuer schützen. Das ist gut. Okay. Und oben. Und muss ich noch gegen die kämpfen? Fragezeichen. Nein, natürlich nicht. Okay. Gut. Hätte ich mir jetzt auch nicht wirklich vorstellen können. Aber die Cape, die verliere ich natürlich, oder?
Verliere ich die oder gibt es da einen Trick? Nee, die verliere ich. Die verliere ich leider wieder. Aber ist nicht so schlimm. Das passt schon. Jawohl. Und heute ab 10 Uhr, Sonntag 10 Uhr, mache ich wieder ein paar Odyssey Speedruns. Ich denke mindestens 2. Und mal schauen, ob ich da den Rekord diesmal kriege. Das wird auf jeden Fall wieder cool. Unter 73 Minuten würde ich kommen. Das wäre schön. Oder zumindest den Rekord. Das wäre beides cool. Und wir weichen jetzt den Kamex aus. Oder den Magikoopers. Ich sag ja immer Kamex zu denen, ne? Obwohl es ja eigentlich Magikoopers sind, aber Kamex klingt einfach viel cooler für diese Gegner. Und Powerblock, kommst du hier runter? Kommst du hier runter? Wie lange muss ich hier noch bleiben? Nein, scheiße. Hä? Wetten, der Powerblock ist schon oben. Nee, der muss da runterkommen bei dem, zu dem Panzer, oder? Eigentlich schon. Eigentlich schon. Ja, okay, jetzt kommt er. Jetzt kommt er und... Oh Gott. Okay, gut, gut, gut. Die Kamex leben aber noch. Noch ist es nicht vorbei. Bitte, die verschwinden sogar. Oh, du Scheiße. Das könnte random werden, aber passt. Alles gut. Sehr gut. Und wie immer freue ich mich da über jeden Zuschauer. Sehr nice. Und 3 Challenges to go. Und das sind dann die Röhren-Challenges. Okay. Und ich glaube, hier war ich ganz am Anfang drin, in der ersten Röhre, ne? Ich glaube schon... Ja, genau. Und hier... Das ist gemein, weil man hier nicht denkt, dass man noch den Helm mitnehmen muss. Aber ansonsten funktioniert das eigentlich, denke ich, ganz gut. Oder? Ach so. Okay. Nein. Oh, und ich muss mich umbringen. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Ja gut, das ist dann nochmal eine zusätzliche Challenge. Okay, ich verstehe. Okay, dann machen wir das Ganze nochmal. Diesmal passen wir auf unseren Panzer. Das ist cool. Jawohl. Ja. Ja. Ich glaube, so einen Raum habe ich mehr oder weniger schon mal gesehen. Aber macht ja nichts, wenn es das öfter gibt. Oh Gott, aufpassen. Jawohl. Links, rechts, links. Perfekt. Jawohl. Und dann haben wir es auch das geschafft. Und... Oh, den Helm mussten wir sogar aufsetzen. Okay, das finde ich ein bisschen... Das finde ich fies, ehrlich gesagt, wenn man den Helm aufsetzen musste. Und habe ich die Münze gekriegt? Ich hoffe. Ach nee, die kriege ich hier. Okay. Alles klar, das passt. Dann nehmen wir die auch mit. Da sollte ja dann nichts mehr passieren, wenn wir alle Münzen haben. Sehr schön, sehr schön. Okay, noch 2 Challenges. Und dann haben wir das Level hinter uns. Und das war die Challenge von ganz von Anfang, ne? Oder vom relativen Anfang. Oder nee, das war eine andere. Alles klar. Gut. Oder war ich in beiden Röhren noch nicht? Keine Ahnung, egal. Oh, ich glaube, ich habe nicht ge... Ich habe ein Zeitlimit hier. Das ist interessant. Und je mehr ich am Boden bin, desto langsamer bin ich natürlich. Und ja, zu schnell sollte man natürlich auch nicht unterwegs sein. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Okay, da bin ich nochmal. Zweiter Versuch. Und ja, hier den A-Knopf zu drücken ist... Ja, ist eigentlich tödlich, ne? Hier kann er... Ja, das ist tödlich. Okay, okay. Bei den Stachis drücke ich nicht mehr den A-Knopf. Nein. Definitiv nein. Okay, dritter Versuch. Jetzt hier keinen A-Knopf mehr drücken. Genau. Das ist eine coole Idee. So, hier runter, jawohl. Kein A-Knopf, nee. Hier A-Knopf, jawohl. Dann hier runter. Kein A-Knopf, nee. So, hier runter. Und jetzt habe ich ihn doch gedrückt. Au, wow. Nein. Oh, scheiße, ich glaube, ich muss den A-Knopf hier drücken irgendwo. Okay. Okay, interessant. Ah, das kriegen wir hin. Okay, dann schauen wir mal. Ich teste mal aus, ob wir... Nee, ich darf hier den A-Knopf nicht drücken. Ich bin zu weit oben. Selbst wenn ich nur ganz klein mesche. Okay, das geht nicht. Das geht nicht. Dann muss ich Wonders Zeit sparen, hier ungefähr. Okay. So. Ja, hier muss ich dann die Zeit sparen und... Okay, das ist eine schwere Challenge. Ich glaube, ich mache die andere Challenge zuerst. Dann haben wir die hinter uns. Genau. Und die ist hier oben. Und was war hier jetzt? Was geht hier ab? Okay, Feuerblumen. Komme ich da durch? Ich denke schon, jawohl. Okay. Und ich sollte mich nicht treffen lassen, ne? Nee. Und die Feuerblume ist nur da, falls ich Fehler mache. Okay, das ist eine coole Challenge wieder. Und den können wir umbringen. Sehr gut. Natürlich machen wir das auch. Hier warten wir jetzt, bis die unten sind. Jawohl. Okay, das ist einfach. Das war einfach. Aber die andere Challenge? Keine Ahnung. Oder vielleicht kann ich es auch irgendwie so machen, dass ich den Twomp gar nicht aktiviere. Aber ich gucke mir das nochmal an.
Okay. Aber ich denke, der Swamp, der aktiviert sich so oder so. Ja, der aktiviert sich. Okay, ich denke, ich probiere es einfach nochmal möglichst schnell. Beziehungsweise, kann ich mir irgendwie einen Panzer mitholen? Nee, ne? Nee, schade. Okay, let's go. Let's go. Wir schaffen das irgendwie schon. So. Oder ja, so mittig schwimmen. Mittig schwimmen. Ja, mittig schwimmen. Ach ja, wir müssen ja gar nicht auf dem Boden. Wir können ja mittig schwimmen. Okay, ja, okay. Gut. Ja, jetzt sind wir auf jeden Fall viel schneller als vorher. Aber ob das reicht? Ja, reicht. Okay. Gut. Perfekt. Und, oh, shit. Ich hätte mich nochmal groß machen können, aber... Okay, brauche ich nicht. Und der Yoshi wird wieder als Bonus missbraucht. Aber das ist ja okay. Sehr schön. Und wir kriegen auch den Yoshi ins Ziel. Nice. Und noch eine Feder. Aber ich bleib mal der Feuerblume. Und ein Powerblock. Ja, den kriegt Yoshi. Jawohl. Zum schneller Schwimmen. Sehr gut. Und, oh, vielleicht war da ganz am Ende auch noch ein Block. Aber... Das werden wir wohl nicht erfahren, ne? Nee. Gut, ich würde sagen, das waren wieder zwei schöne Level. Zwei schöne Unterwasser-Level. Und ich würde sagen, das war's für den Part. Ich bedanke mich sehr fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann, euer Blüx2 und ciao!